Wir haben jetzt die Bestätigung, dass am 4. Mai direkt zwei neue Star Wars-Serien erscheinen werden. Nach der Bestätigung, dass Visions Staffel 2 an dem Tag rauskommt, wissen wir jetzt auch, dass die Serie Young Jedi Adventures am 4. Mai starten wird. Die Serie ist auf kleinere Kinder ausgelegt und folgt den Abenteuern von Yoda mit den Jünglingen Kai, Liz, Nubs sowie deren Freunden Nash und RJ83 auf dem Planeten Tenu. Das Ganze spielt in der High Republic-Ära und wir werden sehen, wie die Jedi-Jünglinge die Wege der Macht studieren, die Galaxis erforschen, Bürgern und Kreaturen in Not helfen und wichtige Kompetenzen erlernen, die sie brauchen, um ein Jedi zu werden. Ist vermutlich jetzt nur eine Serie für die wirklich Hardcore-Fans, sowie eben eine Serie für Kinder. Bisher gefällt mir das Ganze aber ganz gut. Das bedeutet aber auch, dass uns für 2023 insgesamt 6 Serien angekündigt wurden und wir für 4, also für The Bad Batch, The Mandalorian Staffel 3, Visions und jetzt Young Jedi Adventures, schon den Starttermin wissen. Damit gehe ich davon aus, dass die letzten beiden, also Ahsoka wie auch Skeleton Crew, erst relativ spät in der zweiten Jahreshälfte erscheinen werden. Was sagt ihr dazu?